Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Kimane Gaming. Hier ist wieder King Abortus und ich zocke hier den wunderbaren Surgeon Simulator. Oh ja. Beim letzten Mal habe ich eine Herztransplantation gemacht. Wunderbar, absolut beschissene Bewertung. Nur Rang D. Und das regt mich tierisch auf. Aber ich werde jetzt doch direkt mich mal hier an der Nierentransplantation versuchen. Wo ich auch schon mal ein D erreicht habe. Auch grauenvoll. Absolut grauenvoll. Ich hatte sogar hier nur noch 194 Milliliter übrig. Hab's allerdings in 10 Minuten geschafft. Wir werden sehen, wie weit ich jetzt komme. Ich werde es einfach mal starten. Da bin ich doch mal gespannt, ob ich das jetzt hier besser hinkriege. Führe eine doppelte Nierentransplantation durch. Okay. Mache ich doch gerne. Hier haben wir hier verschiedene Sachen wieder. Noch nichts so Exotisches. Ja, doch, hier so ein Laser. Aber den muss ich immer ausschalten, weil sonst verbrutzelt er mir hier den Patienten. Und das möchte ich nicht. Hier haben wir den Brustkorb oder den Unterbauch. Da nehme ich doch die geile Knochensäge und säge mal ein bisschen. Ja, müsste klappen. Oh, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? In den Bauch gesägt. Das wollte ich aber nicht. Ein bisschen Platz schaffen. Oh, scheiße. Ja. So langsam lichtet sich hier alles. Ja. Gut, das müsste reichen. Das müsste absolut reichen. Hier haben wir schon mal irgend so ein wabbeliges, schwabbeliges Organ. Weg damit. Ah, und die üblichen Verdächtigen. Der fiese Magen. Und ich sehe hier die Lungen. So. Und schon blutest du nicht mehr. Das ist ja wahre Magie. So wie das hier. Wie geil ist das denn? Aua, ich habe mich gestochen. Ah. So. Endlich habe ich mal ein passendes Instrument gefunden. Ah, schaffe ich es im richtigen Winkel? Ja, komm. Ein bisschen rumschneiden. Ah. Nicht gut. Absolut nicht gut. Oh, ich hänge hier an den Rippen andauernd fest. Was soll denn das? Ich will doch nur den Magen entfernen. Geht doch. Boah, der blutet wie ein Schwein. Das muss ich direkt unterbinden.
Ja. Ja, ich will den Magen. Gib mir den Magen. Gib mir deinen Magen. Scheiße. Hat noch nicht geklappt. Ja, dann schneide ich halt den Darm raus. Ist mir auch wurscht. Ha. Los. Ja, komm. Oh, das kann doch nicht sein. Los, los. Oh, nee, ich muss den auf jeden Fall erstmal wieder heilen hier. Ah, Mist, hier kann ich noch nichts rausnehmen. Oh. Ich will doch hier nur den Darm rausschneiden. Ist das zu viel verlangt? Scheiße. Vielleicht kann ich ja doch irgendwas mit dem Laser ausrichten. Anrichten. Viel mehr. Okay. Oh. Okay. Das war wohl zu viel des Guten. Nee, absolut scheiße. Oh nein. Jetzt ist diese Spritze hier reingefallen. Ich glaube es nicht. Reingepackt habe ich auch noch. Ah. Na, da ist aber die andere, das geht aber noch. Dann kann ich mich ja heilen. Geil, direkt so viel auf einmal vernichtet. Perfekt. So, ein bisschen hiervon. Ein bisschen davon. Und hier einmal, oh, und hier einmal den wundervollen Magen. Ein bisschen Haggis gefettet. Sieht aus wie ein Luftballon. Aber ich puste da lieber nicht herein. Weg damit. Ah, die Objekte unserer Begierde, die Nieren. Schnipp, schnapp. Und schon sind sie getrennt. Hoffe ich mal. Einmal, ja. Gut. Und zweimal. Geilomat. Oh, hier liegt so viel Scheiße drin rum. Es ist unglaublich. Ah. Na.
So. Ekelhaft. Ein bisschen Symmetrie hier reinbringen. Links ein Darm, rechts ein Darm. Links eine Niere, rechts eine Niere. Ein Bild für die Götter. Oh. Hier sind jetzt die neuen Nieren. Einmal. Oh, ungefähr da müssten sie hinkommen. Oh ja. Genial. OP abgeschlossen. Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Naja, davon bin ich nicht überzeugt. Allerdings habe ich die Wertung D bekommen. Genauso beschissen wie beim letzten Mal. Einfach nur Kacke. Allerdings habe ich die Operation geschafft. Das ist doch auch schon mal was. Die nächste Operation ist, glaube ich, eine Gehirntransplantation. Die ist auch sehr interessant. Ja, genau, das Gehirn. Mit Note B abgeschlossen. Das muss ich hier erwähnen. Kaum Blut verloren. Vielleicht kann ich das ja noch toppen. Aber das werden wir beim nächsten Let's Play sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Euer King Abortus. Ciao.